Gefängnisausbruch, Station. Ja, die nächste Runde unserer schönen Heist-Mission steht an und wir sehen, wir sind hier in Polizeiklamotten und dabei ist der Dennis Wert alias Heideltraut, alias Mafuyu X. Guten Tag, das Dennis. Das war wohl nix, ja. Ah, du bist halt wieder lustig drauf und ihr seht, wir sind Polizeiklamotten, dazu kommen wir später noch, aber erstmal hier die andere Truppe, die ein bisschen anders aussieht, eher sowieso ein bisschen terroristische Veranlagung. Herr Currywurst von der RAF und der Herr Sursley Massive. Hallöchen. Naja, wie geht's euch Jungs? Alles gut? Ja, alles super. Und wir überfallen das Frachtschiff. Jo, ja, so sieht's aus. Ja, wir müssen undercover als Polizisten loslegen. Ne? Genau, also, denn die eine Hälfte des Teams muss sich einen Streifenwagen besorgen, sich als Cops verkleiden und in eine Polizeistation eindringen, um den Fahrplan für den Gefängnisbus zu klauen, den wir ja, falls ihr es gesehen habt, in der letzten Folge geklaut haben. Und die anderen müssen Raschowskis gestohlenes Auto von einem Frachter organisieren. Das wird interessant. Ne? Ja. So, und die G's sind unterwegs als Cops. Unter anderem, wir haben uns eine schöne Verkleidung gesucht. Im Karnevalsladen hier um die Ecke in Los Santos haben wir das gekauft. Sieht wunderschön aus, finde ich. Ja, ich finde die fabelhaft. Ja, also fällt überhaupt nicht auf, dass wir keine echten Cops sind. Oh, wer hat denn hier den Kid stehen? Oh, da werde ich angerufen hier. Daniele Rizzo, der alte Paco. Kann ich jetzt leider nicht dran gehen, Daniele Rizzo. Tut mir leid. Ja, jump mal rein da. Wir brauchen auf jeden Fall einen Polizeiwagen. Das ist schon mal Achtung, die reden. Kannst du den markieren, den Streifenwagen, Dennis? Ja, das, hier gibt's nichts zu markieren. Wir brauchen einen, wir müssen missen. Da vorne ist einer, siehst du den? Nee, guck mal, da vorne ist einer. Ich krieg einen auf dem Radar angezeigt, du nicht? Die zwei meinst du? Ja, ist das nicht ein Streifenwagen? Das sind die anderen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir switchen immer den Raum, oder? Sonst kommt das nicht. Genau, dann können wir uns alle besser besprechen. Wow. Okay, dann sehen wir uns. Wir machen das einfach, Benny. Ja, mach's gut. Ich spreng mal was in Luft. Ja, wir müssen echt Scheiße bauen. Hilft nichts. Oh, wir haben ja nur eine Pistole. So. Das ist ja lächerlich. Boah! Wieso die besten. Im Namen des Gesetzes. Im Namen des Gesetzes. Also, wir haben uns entschieden, dafür die Räume zu wechseln, damit wir uns nicht gegenseitig die ganze Zeit reinlabern. Genau. So, und der Dennis hat jetzt die Cops am Arsch. Den hat gar nicht. wir haben ja gar keinen Respekt vor der Polizei hier. Hau ab, du Sack, hau ab! Hau ab, du Penner! Fahr weg hier! Los, oder bleibt stehen, siehst du, wie der stehen bleibt? Und immer noch keine Cops? Doch, ich hab einen Stern. Oh. Dann müssen die doch bald vorbeikommen. So. Ein Stern reicht ja auch. Warte mal ab, jetzt nicht übertreiben, weil sonst haben wir die ganze Zeit am Hintern. Ja, so, und wie gesagt, hinten kommt einer. Die Vollprofis hier, die gerade einen Polizeiwagen klauen wollen. Ja, sehr schön. Aber ein Tipp, die haben Shotguns, ne? Also sofort die umnocken. Ja, ja. Ich hin. Man kann natürlich auch die Polizei übers Handy direkt anrufen. Aber. Boah. Down. Da brauchen wir und rein, die Mitte. Rein. Oh, der lebt noch, deiner, Alter. Wir hauen einfach ab, komm. Oh, fuck, drei Sterne. Die Flucht beginnt. So. Okay, dann müssen wir jetzt loswerden. Den Lester können wir, glaube ich, leider nicht anrufen. Das ist ein bisschen doof. Das haben die aber auch geändert auf der Anzeige, ne? Dass das Radar jetzt mit zwei Freunden angezeigt wird, ne? Ja. Sorry, jetzt habe ich auch schon wieder reingequatscht. Mir zumindest nie vorher aufgefallen, dass es so ist. Dass es so aussieht nicht. Ich dachte eben, das wäre der Polizeiwagen. Aber okay, wir haben auch lange nicht gespielt, also ich zumindest. Aber es macht immer wieder geil Laune. Also die Heist-Missionen sind echt cool. Ich freue mich, dass die euch auch so gut gefallen. Dass ihr ja viel Späßchen dran habt, hier mit mir und dem Dennis hier durch die Gegend zu pesen und natürlich auch mit den anderen. Ja, wir haben das ein bisschen gesplittet halt, natürlich. Jetzt gerade. Die andere Perspektive beim Herrn Currywurst und Slay Massive sehen. Genau. Die könnt ihr euch bei Herrn Currywurst und Slay Massive reinziehen, wenn ihr wollt, wie das da läuft. Das ist echt cool. Wir sind halt die Undercover-Cops und die müssen halt irgendwie rein das Auto von Raschowski klauen. Den Typen, den wir eigentlich befreien müssen. Im Prinzip befinden wir uns ja immer noch in einer riesigen Mission. Steig mal aus. Ich steige einfach mal aus. Oder ich bück mich runter. Komm. Geh in Deckung. Ja, der eine sieht gut aus, Dennis, Alter. Okay, bleib im Verstecken. Komm, wir verstecken uns. Ja, ich bin mich auch am Verstecken. Mach das Licht aus. Cool, du, wir erstmal die Lampe anmachen. Vorsicht, fahr ein bisschen nach vorne, schnell. Ja, es ist. Der G kommt da hinten. Ja. Sehr gut. Yeah! Muss auch mal sein zwischendurch. Boah, die bleiben mal ganz schön lange dran, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall unter eine Brücke bleiben in dem Helikopter. Yes! Yeah, nice. Mann, sehr gut. Das hat mal geklappt im Gegensatz zum Diebstahl.
Okay, wir müssen jetzt die Dokumente stehlen. Begib dich zur Polizeistation. Genau, das ist der Plan. Und dann... Wolltest du auch mal sagen, oder? Nee, dann kriegen wir auf jeden Fall den Plan. Ja. Von dem Büssen. Wisst ihr? Büssen. Vom Jochen Busse. Nee, den Busfahrplan vom Gefängnis. Bus. Ja. Wir machen jetzt immer ein paar Sprachfehler. Ist das die Curry-Edition heute, oder was? Curry-Bus. Geil. Okay, weißt du, was ich dir damit sagen wollte? Also, mal. So, begib dich zur Polizeistation. Okay. Wir waren noch nie hier, ja? Überhaupt. Wie blöd das ist. Naja, gut, rein in die gute Stube, jetzt sitzt du wieder ernst. Dann machst du noch auffälliger, weißt du? Hey, ich bin doch Polizist, ich habe nur eine Waffe in der Hand, das darf ich doch als Polizist. Außerdem habe ich einen Shotgun. Ein kleiner Tipp übrigens an die Zuschauer, man kann auch im Free-Roam-Modus, also wenn man jetzt hier gerade nicht eine Mission macht, in die Polizeiwache, da muss man einfach hinten rumgehen. Da kann man das Ganze schön begutachten. Ach echt? Das ist richtig cool. Sollen wir mal hinten rumgehen? Ja, jetzt bin ich schon vorne drin. Hier aber wir können Prostituierte. Oh. Mutter, eine Prostituierte, du's? Die ist ja einfach eine ganz normale Frau. Komm, die ist schon fertig mit der Welt. Guck mal, wie die da hängt. Kennst du dich da ganz gut aus, Dennis, ne? Klar. Wir dürfen jetzt auch hier hintergehen, können wir auf die Monitore schauen. Hallo! Was ist denn los hier? Oh, die machen ja richtig viel da. Guck mal, er tippt in den Schreibtisch. Oh Gott. Ja, die hier vor allem schön auf Screen. Weißt du, das ist die Polizei in L.A. beziehungsweise Los Santos. Okay, ja, Wunder, dass da immer Verbrechen... Ja, finde ich voll interessant, sich das auch mal so anzugucken. Die denken alle, wir wären Cops. Ah, hier ist mein Büro. Guck mal, Captain Office. Captain's Office, ja. Officer Worth. Aber ich finde das sehr geil, wie detailliert das alles hier so ist, ne? Cool, ja, Worth ist ja auch Worth, weißt du? Worst ja, Case. Worst Case. Weißt du, vor allem, wir haben voll die Blutflecken am Körper, voll die Tattoos und so und keiner... Ja, und das ist doch normal. Tätowierte Cops habe ich in L.A. tatsächlich schon oft gesehen. Mir hat mal einer echt geholfen sogar in New York, mal so ein tätowierter Cop auch. Polizisten ja voll, also wenn jetzt geholfen? Tattoos irgendwie, wenn jetzt Tattoos irgendwie so lächerlich, dass der Polizist keine Tattoos haben. Guck mal, hier ist ein Spiegel, kannst du dich angucken. Nur weil wir so 20.000 auf dem Körper haben, harte Gangster sind. Oh, guck mal hier. Muss nicht direkt auf andere schließen. Oh. Da fällt mir nur eins ein. Immer dieselbe alte. Was ich ein bisschen schade finde, ist... Oh, hier kommen wir nicht weiter. Bei GTA San Andreas gab es damals diesen Dildo hier in dieser Polizeikabine, aber den gibt es leider hier gar nicht. Schade. So, ja, nee, dann gehen wir jetzt mal die Dokumente stehlen da. Die scheint irgendwie auch bei der Polizei zu arbeiten, die Lady, von der wir das schöne Bild da mit dem Tanga sehen. Guck mal, hier kannst du auch noch durch. Kannst nach oben gehen, aber da ist, glaube ich, nichts. Will ich auch durch. Aufs Dach. Aber ja, ich glaube, hier kannst du noch irgendwo ins Gefängnis. Warte, gehen wir, ne? Probieren wir doch mal. Wenn du nur glaubst, das reicht ja nicht. Nee, das, ich weiß, dass du gleich vor einer Wand stehst, die dich ins Tod... Ich will's probieren. Ja, wenn du da hochgehst, wirst du sterben, ne? Das ist ein Glitch. Wie? Nee, Scherz. Wir sind ja doch nicht bei DayZ. Wollte ich gerade. Geh jetzt mal ganz nach oben, Alter. Your arm is broken. Your feet is broken. I'm so cold. Das wäre der Worst Case. Oh, jetzt geht das die ganze Zeit los. Wir sind hier, bin auf dem Polizeidach, Alter. Echt, konntest du da hoch? Ja. Nee. Ja, siehst du mal, zum Glück habe ich es probiert. Nee. Alter, nein. Hier. Das ist der super Fluchtweg auch. Also, das ist doch der super Fluchtweg. Ja, wir gehen übers Dach. Mal gucken, ob wir hier. Ja, Mann. Aber hier steht leider kein Helikopter. Jetzt fällt er gleich runter, pass auf. Guck mal, ich eruiere schon mal den Fluchtweg, weil man muss hier ein bisschen gut planen. Ah, geil. Hier ist eine Leiter runter. Das ist optimal, Alter. Meinst du, wir müssen flüchten? Ich hab keine Ahnung. Wir sind ja Cops nur, ne? Wir werden uns überraschen lassen. Na gut, dann runter. Kannst du mal meinen Knüppel spüren? Guck mal hier. Nee, danke. Der ist mir zu klein. Was? Hallo, der ist schön... Haust du da niemanden um. Der hat einen wunderschönen Gummibezug. Ja. Ja, flutscht. Sollte man noch machen. Kann Kondome nur unterstützen. Ach ja. Hier den Gefängnisbus-Fahrplan. So, jetzt aber komm. Ich glaube, kein Schwein hat so lange gebraucht für den Abschnitt wie wir. Ja, ist doch egal. Wir haben, muss ja auch mal alles zeigen. Ja, genau. Warum nicht? Macht doch Spaß. Außerdem sind wir ja noch Undercover-Cops. Wir können ja auch mal ein bisschen uns umgucken. Als würde man das nicht auch in echt machen, wenn man Undercover-Cop ist und es keiner so auffällt und man weiß, dass man Sicherheit hat. So, nimm dir den Fahrplan. Voll den Glitch hier. Da schiebst du mich.
Warte, guck mal, hier kannst du auch runtergehen. Da kannst du... Moment. Hier gibt's die Polizeizellen. Mal gucken, vielleicht sind da ja böse Gangster drin. Böse Buben. Ich hab das jetzt halt mitbekommen, was wir jetzt machen müssen. Polizeiauto in Brand setzen, hat er gesagt. Ah, okay. Guck mal hier, oh. Boah, Alter, das ist doch keine Prostituierte. Ist auch nur ein ganz... Nee, das ist ein Sommerdress, ein schönes. eigentlich ja voll easy, aber diese Strapsen da, die machen's so, ne? Hm. Ah, hier ist der Hintereingang übrigens, ne? Also nicht von der Frau, sondern von dem... von dem Polizeipräsidium. Ja. Also ihr müsst hier lang gehen im freien Modus, dann kommt der hier rein, ne? Das ist der Trick dahinter. Oh, kommt aber nicht raus. Das ist eine Bombe. Aber im freien Modus geht das auf jeden Fall. Unter Garantie, versichere ich euch. Geprüft vom Dennis Nick. So, dann gehen wir mal los zum Polizeiwagen. Wir müssen den jetzt abfackeln. Ey, cool, wie sich die Perspektive auch vom Licht her verändert. Ich komme hier nicht raus. Ich wollte ja nochmal Hallo sagen. Junge Frau, wir holen Sie da irgendwie raus, wenn wir können. Und dann arbeiten Sie für Dennis Wert. Oh, Entschuldigung. Nein, das war nur ein Spaß. Wir machen nur Scherze, keine Sorge. Verrotten Sie da, tschüss. So, zur Lobby wieder. Ach, ich bin so wirklich nett zu virtuellen Menschen. Hat man ja damals ja, ich habe ein Herz für virtuelle Menschen. Du ja nicht, so. Nee. Briefing, waren wir hier schon drin? Guck mal. Ich glaube nicht. Ah, doch, cool. Waren wir schon drin. Ja, stimmt, die haben die Unterlagen gestockt. Aber das haben wir uns gar nicht so richtig angeschaut. Guck mal, hier ist das Plakat zum Beispiel mal gesehen. Ja, Short kannst Career. Dich ja bewerben. Ne? Volle Pension und freie Waffe. So. Tschüsschen, danke für die Mitarbeit. Ciao. Ja, bis dann. Ihr elenden Säcke. Okay. Das war doch ein schöner Besuch im Polizeirevier. Hm? Wer hat denn so geparkt hier? Ich weiß auch nicht, war irgendwie so ein beschissener Cop. Ja, ne? Den sollte man sofort suspendieren. Okay, den Wagen zur Unterführung bringen. Let it burn, ich finde die Mission extrem geil. Ohne ja. Scheiß. Auch, dass es nicht einfach nach Action gelöst wird, so, sondern auch mal ein bisschen was rumfahren, was klauen, was erkunden und so. Und dass wir uns jetzt das Polizeirevier richtig unter die Lupe nehmen konnten, das war schon nice. Aber was ich ein bisschen doof finden würde ist, oder doof finde sogar, ist, dass man die Polizeiuniform jetzt nicht hat. Ja, das stimmt. Und stell dir mal vor, du hättest sie und könntest damit die Polizei austricksen, so weißt du, dass du ja, zum Beispiel... Ja, das wäre geil. Ja, aber also leider... im Nachhinein meinst du, ne, wenn die Mission ja. vorbei ist, dass man die behält. Musst du in den Karnevalsladen gehen, Karnevalswürz oder so, hier in Köln. Ja, ey, yo. Ne, vielleicht schon. Kannst du das ja ins Spiel integrieren. So, guck mal hier unten. Da ist so ein bisschen... Ah, ich hätte schon wieder ein böses Was Witz die Jungs gemacht. Jetzt wohl machen? Fummeln bestimmt schon wieder da. Ja. Schnapp dir mal den Benzinkanister. Jo, das wird Sarazza. Gemacht. Das wird gemacht. Und dann fackeln sie das Ding mal ab. Zerstöre den Streifenwagen. Mal jetzt für die Nachwelt ein Bild. Mal jetzt so eine richtige Fackelbande hier drum. Du musst ja auch Benzin nehmen hier. Nee, du machst das schon. Alter, wie dumm das aussieht. Du hältst das so in der Luft. Ja, ich halte das auch irgendwie nur so blöd nach unten, ne? Ja, wie so, nein, bei mir hältst du das so in der Luft wie so eine Pistole. Okay, jetzt musst du auf die Spur schießen. Ja, das kenne ich. Aber ich will hier richtig so einen richtigen Abfackler machen, Alter. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, als Cop ein Auto zu verbrennen. Ach, der lässt das ja wieder los. Nee, die ist noch da. Cool. Okay, bist du bereit, DW? DW, zünde sie an. Wow, Motherfucker, yo, Wiggle. Selfie. Wiggle, wow. Boah, ich geh mal lieber weg. Okay, wir müssen zum Planungsraum. Yeah! Hat noch mega geil aufgenommen. Okay, los geht's. Boah, geiler Schlitten. Sieht ein bisschen aus wie der neue Mustang, oder? Ja, ein bisschen. Obwohl ich den neuen Mustang ja nicht so geil finde, ehrlich gesagt. Also ich finde ja, also den neuen Mustang, den 2014er, 13er finde ich cool, aber der 2015er, der sieht sehr Audi-mäßig aus, finde ich. Ich habe ja sogar gehört, dass es so einen Typ gibt, der mit seinem Mustang voll schnell über die Straße gebrettert ist und geblitzt wurde, ne? Ja, boah, kenne ich nicht. Weiß nicht, wer sowas machen würde. Weißt du, das ist so der Beweis, dass der Unterschied zwischen virtuell und Realität gar nicht mehr existiert für Leute, die zocken, weißt du? Ja, das ist halt so. Das siehst du ja auch daran, weil ich so ein Amokläufer bin und so. Ach, schön, wenn man darüber Witze machen kann. Eigentlich kein lustiges Thema, aber der Witz bezieht sich natürlich auf die, die das immer auf Spiele schieben, dass wir Spieler alle Amokläufer wären.
Ach, dass es da andere Hintergründe traurig, gibt, ne? Bei den Personen, die nicht nur auf Spielen zurückzuführen sind, warum jemand sowas macht, das ist, glaube ich, klar und uns allen klar. Das ist schon ein bisschen traurig immer, dass man immer als Gamer so oft als Sündenbock da steht, aber es ist nicht mehr ganz so krass wie früher, finde ich. Also, weil Gaming ist salonfähiger geworden, definitiv. Ja, warte mal, bis einer wieder durchdreht und es hieß, er hatte GTA in seinem Regal. Ja, das ist halt das Problem. Ja, das ist wirklich das Problem. Wir haben übrigens nur ein Teamleben noch über, aber wir brauchen es ja gar nicht unbedingt. Jetzt gehen wir wieder in unser Apartment, in unseren Planungsraum. Vielleicht warten die Jungs ja schon da. Zaretzas Apartment. Hier gibt es nicht nur Planungen, sondern auch Nutten und... Was? Was? Sondern auch Nutten und... Aber ist ein Teamspeak in dem Moment abgeschmissen, Gott sei Dank. Bestanden! Oh. 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 Curry wieder der alte Streber. Alter, die Platinwurst. 14.000 habe ich bekommen. Schön. Ja, super. Level 75. Money, money, money. Makes it's so funny. Nee, it's so funny, oder? So, bei mir makes it so funny. In the rich man's world. Oh, guck mal hier, da kippen wir uns noch einen rein. Mm. War das nicht sogar ABBA? Digga, allzeit bereit, ich habe eine Ausgleichmöglichkeiten. Ja, war ja auch schön. Ah, da können wir jetzt mal saufen, oder? Jetzt hier. Komm, da kippen wir uns noch einen Wodka rein, ja, Whisky. Zack, ja, zack. Mann. Also, Sarazar geht wieder an seinem Stammplatz. Die lange Tröte rauchen. Ah, ne, doch nicht. Ja, ich komm, mach ich mal. Jetzt mal ein Zinserbon, jetzt wird hier durchgesäppt. Jetzt ist kein Morgen mehr geht. Guck mal, wenn sie sich ganz an dem Kreis dreht. Ja, der wollte gerade irgendwie nicht so richtig annehmen. Oh. Der Rumpel kann das doch so gut nachmachen. Na, Curry auch immer, wenn er redet. Und dann zieht ja, ich könnte die Jungs jetzt mal den TS wechseln wieder, ne? Ja. Aber tun die nicht, ne? Die wollen nicht. Nee, meinst du nicht? Ne? Gar nicht mehr. Die wollen mit wir sind in einem Raum, können nicht miteinander reden. Mit dem würde ich nichts zu tun haben. Oh, nochmal! Ja, geht noch einer hier, einer, komm, hau da rein, den Willi. Oh, einer geht ja, noch rein. Mit der heißen einer Braunsoße. Geht noch. Einer geht noch rein. Yo, 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 yo. Here comes the man in black. Bitte nicht zu Hause nachmachen in Realität. Vor allem nicht das, was der Dennis gerade macht hier. Sag Wie geht's dir heute so? Komm mal her. Alles locker, Dennis, alles locker. Komm mal her, du weißt, was jetzt kommt. Komm mal her. Komm mal her cool. Mit dem Hintern. Der Finger ist da. Oh komm Gott, wenn er besoffen ist, wird er einfach immer geil. Guck dir ich den bin Finger der Ganja-Mann. Ich hab mich schon die Ganja-Mann. Handschuhe an. Ich will nicht, bitte lass es sein. Ich bin und so ich müde. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter, oder? Ich bin so müde gerade. Ich glaube, ich muss mich erstmal irgendwie hinschicken. Benny. Ich weiß nicht, Freunde. Immer locker durch die Hose atmen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Jo. Ja. Wigga, wigga. Boah, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. First thing's a plane, then we got a bus, we got the inmate transfer schedule, and that's a two-person job. You sure they're not following you? It's gonna require a little bit of finesse. Simple. Should be the easiest money you'll ever make.